bevor ich komplett drauf vergesse, ich habe mich heute noch gar nicht drüber gefreut, dass wir ja eigentlich gerade die schönste Zeit des Jahres haben. Die Zeit mit der höchsten Selbstmordrate, wo Leute wie gestresste Lemminge durch Einkaufszentren laufen, an goldenen Kitschengeln vorbei, zu Musik, die absolut zum Erbrechen ist, bis man dann endlich einmal irgendwann einmal am 25. Dezember diesen ganzen Schwachsinn wieder los ist und es einfach wahrscheinlich eh nur mehr 3 Monate dauert, bis dann die kurzzeitig abgeräumte Weihnachtsdekoration fürs nächste Jahr wieder angebracht wird. Man sieht, ich hasse Weihnachten, aber es gibt dann eine Woche, nachdem der ganze Schwachsinn zu Ende ist, die Möglichkeit, das Ganze bei Silvester sich einfach aus der Birne rauszuknallen. Und damit kommen wir zu etwas, das es vielleicht bei dem ein oder anderen zu Silvester gibt, nämlich einem Blood Punch. Wow, das ist die weit hergeholteste Erklärung und Überleitung, die ich jemals gemacht habe. Ja, Blood Punch könnte natürlich etwas sein, was es bei einer durchaus gestressten, anti-weihnachtlichen Familienfeier geben könnte. Aber es ist auch ein Horrorfilm, der jetzt bei uns im Mediabook erschienen ist, nämlich von Indeed Film, war übrigens eines von diesen Mediabooks, das genauso wie Even Lambs Have Teeth bei Amazon im Rahmen dieser ganz komischen billigst FSK 18 Blu-ray Aktion um 13 Euro zum Vorbestellen war, weswegen ich mir das Teil auch geholt habe. Zum normalen Preis hätte ich es wahrscheinlich noch ausgelassen und eben auf einen Sonderpreis gewartet. Das Mediabook finde ich aber eigentlich relativ schick. Vor allem, was mir hier gefällt, ist, dass im Gegensatz zu der Karte mit den ganzen Hinweisen auf, keine Ahnung, die Gewinne, die der Film eingefahren hat und die Uncut Mediabook Edition, das eigentliche Mediabook-Cover wesentlich entspannter und ruhiger daherkommt und vor allem auch der Filmtitel nicht in die Mitte geklatscht ist, sondern oben am Bildrand ist, wo er sich, finde ich, einfach wesentlich besser macht und das Ganze insgesamt einen wesentlich besseren, cooleren Eindruck macht. Wir sehen hier mehr oder weniger Wald mit doch etwas anderem als Holz, das hier auseinandergehackt wurde. Außerdem offensichtlich ein paar stilisierte Berge noch groß im Hintergrund und dazu gefotoshoppte Leute. Irgendwie strange. Was mir allerdings relativ gut gefällt, ist, dass man im Gegensatz zum Einlegecover darauf verzichtet hat, dieses Haus auch hier auf dem quasi Mediabook-Cover anzubringen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht besonders. Dafür finde ich allerdings cool, dass das Mediabook ein grundsätzlich durchgehendes Front- und Backcover-Artwork hat, wo nämlich eben diese Bäume und diese Berge einerseits über den Spine und dann natürlich auch über das Backcover gehen, wo wir dann auf dem Backcover einerseits den relativ coolen Filmtitel Blood Punch lesen mit eben dem Punch dazwischen, außerdem die Inhaltsangabe, Cast and Crew Angaben und so weiter und so fort. Im Inneren bekommen wir dann, finde ich, einen ganz anderen Eindruck vom Film, nämlich weniger düster, als er hier auf dem Frontcover gezeichnet wird, sondern könnte man irgendwie fast sagen, so ein kleines bisschen 70s-mäßig, finde ich auf jeden Fall relativ cool. Dieser Diskdruck hier mit, ich meine, Altleichen sind auch Leichen für einen Horrorfilm, mit dem cooleren Filmtitel, mit den offensichtlich abgesoffenen Altleichen drunter, sieht eigentlich wirklich cool aus und zeigt vor allem mir, dass in dem Film durchaus mehr Kreativität stecken könnte, als man durch das normale Mediabook-Cover vermuten könnte. Drinnen ebenfalls der Wald durchgehend und auf dem Booklet. Das finde ich wirklich coolste Motiv zu diesem Film. Im Inneren vom Mediabook haben wir dann eine Seite, eine Doppelseite mit Behind-the-Scenes-Informationen, etwas Backstory zum Film, was er gewonnen hat und so weiter, ein alternatives Plakatmotiv. Dann auch hier das deutsche Softbox-Cover von der Amray-Version, auch irgendwie eine spannende Abwandlung. Not. Auf jeden Fall irgendwie ein Film, der mich durchaus, muss ich sagen, angesprochen hat. Vor allem eben zu dem reduzierten Preis, weil ich denke mir, bei 13,50 Euro für ein DVD plus Blu-ray Mediabook kann man definitiv nicht allzu viel falsch gemacht haben. Und vor allem, wenngleich, finde ich, dieses äußere Cover ein bisschen generisch ausschaut, das, was mir das Mediabook jetzt innen gezeigt hat, sieht eigentlich irgendwie relativ cool aus.